Sie tun? Codewort Banane. Ah ja. Hier spricht Stabsoberfähnrich Schulz. Ich melde gehorsamst, dass Genosse Honecker soeben aus seinem 20-jährigen Koma erwacht ist. Ich bin Frank Hannig, ich bin Strafverteidiger und ich beschäftige mich mit dem Thema der Banane, und zwar der Banane auf der Deutschlandflagge. Ich habe als Student diesen Sachverhalt, diesen Tatbestand, Paragraph 90a Strafgesetzbuch irgendwann mal gelesen und meine Professoren haben mir gesagt, den brauchst du nie. Das sind Sachen, die finden praktisch nicht statt. Die Bundesrepublik steht über solchen Dingen drüber. Ich lege die Banane mal weg und setze die Brille auf. Jetzt haben wir also tatsächlich den Fall. Scheinbar ist unser Staat doch nicht mehr so cool. Ja, scheinbar müssen wir jetzt doch verfolgen. Es gibt also jetzt Leute, die verurteilt werden, weil sie eine angeblich verunglimpfende Gestaltung der Flagge mit sich führen. Am Rande von Demonstrationen wurden also Fahnen beschlagnahmt, schwarz-rot-goldene Fahnen mit einer Banane, die möglicherweise ausdrücken sollen, Deutschland ist eine Bananenrepublik. Ich diskutiere gar nicht über Meinungsfreiheit und Ähnliches, mich interessiert der Gesetzestext und ich habe ihn mal hergenommen, weil ich den nicht im Kopf hatte. Wer also öffentlich in einer Versammlung die Farben, die Flagge, das Wappen oder die Hymne der Bundesrepublik verunglimpft, wird bestraft. Ein Tatbestand. Zweitens wird bestraft, wer eine öffentlich gezeigte Flagge und so weiter entfernt, zerstört, beschädigt, unbrauchbar oder unkenntlich macht oder beschimpfenden Unfug daran verübt. Beschimpfender Unfug. Das könnte es natürlich sein. Im ersten Moment habe ich darüber nachgedacht und habe gesagt, oh, wahrscheinlich ist es wirklich strafbar. Wenn man diese Banane auf diese Flagge näht oder diese Flagge zeigt, könnte das ja beschimpfender Unfug sein. Aber dann ist mir aufgefallen, wenn man das Gesetz genau liest, und das müsste eigentlich auch die Polizei können oder zumindest die dahinterstehende Staatsanwaltschaft als Dienstherr, wenn man das genau liest, steht hier die Flagge. Und die Flagge der Bundesrepublik ist mitnichten die Fahne Schwarz-Rot-Gold, sondern die Flagge ist die offizielle Flagge mit dem Wappen der Bundesrepublik. Das heißt, das grobe Unfugtreiben gilt nur für die offiziellen Hoheitszeichen des Staates und nicht für die schwarz-rot-goldene Fahne. Für die schwarz-rot-goldene Fahne gilt allenfalls das andere, das Verunglimpfen. Und da stellt sich doch die Frage, ist das Aufnähen einer geschälten Banane schon ein Verunglimpfen? Ist das nicht noch Meinungsfreiheit? Ist es nicht Satire? Ist es nicht gar Kunst? Was ist es? Was hast du denn jetzt erlebt, sag mal? Hier, die Würde der Banane ist unantastbar. Wollten Sie das einsehen oder nicht? Keine Ahnung, ob es einsehen wird. Meine Fahne ist weggenommen worden, beschlagnahmt worden. Ist eine Anzeige gekauft, glaube ich. Warum ungefähr? Haben Sie irgendwas gesagt? Paragraph 90, Verunglimpfung von Deutschland vorne. Okay. Was sagen Sie dazu? Erinnert Sie das an irgendwas? Weil Sie sagten, das erinnert einen an die alten Zeiten. An die ganz alten Zeiten, richtig. Ganz Thank you.
Das muss in die Presse. Sagen Sie, Sie haben ja hier noch, Sie haben ja hier noch drei Bananenflaggen stehen. Haben Sie schon jetzt irgendeinen Befehl bekommen oder dass Sie die wegnehmen sollen? Weil hier, ich schreibe mal hier drüber. Vorhin noch in der Klärung, ob das als Kunst gewertet wird oder nicht. Ach so, jetzt aber, jetzt. Entschuldigung. Ich gehe mal rüber. Haben Sie keine Angst, dass Sie sich strafbar machen jetzt mit einer Banane in der Hand? Schon mal?